Jetzt haben wir 2 Tage hier in Frankreich gejagt. Ja. Und du hattest wieder mal die Merkel Helix dabei. Ja, sicher. Und du hattest deinen neuen Liebling dabei, die Krieghoff. Doppelbüchs-Drilling Optima, ja. Ja. Dein Fazit. Fazit. Also ich habe mit beiden Waffen gejagt. Habe das neue Kahles Helia Drückjagdzielfernrohr 1-5x24i getestet, was mich von der Optik her voll überzeugt hat. Und die Helix ist natürlich auch bei Drückjagd zu Hause. Ja. So, aber hier bei so einer, sage ich mal, royalen Jagd, da ist natürlich, muss ich sagen, hier mein Doppelbüchs-Drilling. Das ist so das, mit dem ich mich natürlich auf so einer Jagd voll identifiziere, ja. Wissen, dass ich nur 2 Schuss habe und eine Brennecke. Aber einen anderen Anspruch habe ich auch nicht. Ja. Und schnell nachladen kann ich die auch. Und habe eigentlich alles, was ich brauche, vor allem mit diesem Evo Green Geschoss mit 11,9 Gramm. Die Patrone ist flott. Die ist flott, hat genug Reichweite. Und das war eine gute Empfehlung von RWS, zu sagen, geh nicht auf die Hit, geh mal auf die Evo Green. Die produziert Ausschusszeichen oder Anschusszeichen. Und das war überzeugend. Du hast mir eine Geschichte erzählt, du bist mit dem Abzug noch nicht so ganz konform. Ja, ne? Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich natürlich die Krieghoff Classic Doppelbüchse habe mit 2 Abzügen. Und hier beim Doppelbüchs-Drilling habe ich auch 2 Abzüge. Und der vordere, der ist für den oberen, und also für den rechten und linken Kugellauf, und der hintere für den Schrotlauf. Ich muss also ganz klar verinnerlichen, beim Doppelbüchs-Drilling, dass der vordere Abzug die beiden Kugelläufe bedient und der hintere den Schrotlauf. Willst du das gleich noch übersetzen, was die Jungs da sagen? Es klingt wie Plattdeutsch. Ja, hat so ein bisschen was mit dem Rüganer Platz zu tun. Also die freuen sich alle auf den Heilbutt heute Abend zum Abendessen. So habe ich das gedeutet.